Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In der letzten Folge habt ihr ja die 100. Folge gesehen. Die 100. Folge, das ist schon heftig. 100 Folgen Kerbal Space Program in einer Season, mega nice, mich freut's mega. Ihr habt doch gesehen, wir haben die Sachen nach oben transportiert. Was ihr nicht wisst, ist, dass mir eventuell was der Treibstoff ausgegangen ist bei der einen Rakete. Weswegen wir die Kerbals aktuell nicht zurückholen können, aber sie haben genug Trinken und was für alles oben. Das können wir uns eigentlich sonst mal noch schnell anschauen, bevor wir hier überhaupt weitermachen. Und es war echt stressig und ich bin froh, dass ich sie da noch rechtzeitig rausgebracht habe, weil ich habe echt gedacht, dass ich sie an dem einen Tag nicht mehr rauskriege. Es war relativ spät zwar, aber es hat funktioniert. Und sie ist draußen. Sie ist dann nicht so geworden, wie ich sie wollte, aber durch Zeitlimit konnte ich sie leider nicht mehr anders machen. Wenn man halt alles selber macht, ist das leider so teilweise. So, jetzt haben wir irgendwo, glaube ich, die... Ich weiß gar nicht, wie sie heißt aktuell. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, wenn man nicht weiß, wie... War das Sieben Centerer Schiff? Das könnte die sein. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann. Wir schauen mal auf die Karte. Hoffentlich habe ich die richtige... Habe ich die richtige Zeit geladen? Das könnte natürlich auch ein Problem sein. Weil ich habe die ganze Zeit laden müssen, laden. Damit ich den richtigen Zeitpunkt kriege. Let's see, wir müssen einmal zum Mann. Genau, und da waren die Landepunde. Canturas war das. Fliegen wir mal die Canturas. Das könnte schon gewesen sein, dass das die Canturas ist. Weil es gibt wieder mal typischerweise mich ein großes Problem und ein paar kleine. Das große Problem ist, ich habe wieder die Wasserbohrer mitgenommen. Ja, bedeutet, die Treibstoffproduktion oben kann nicht funktionieren. Und das ist natürlich blöd, wenn man Treibstoff produzieren will, damit man sozusagen dort eine dauerhafte Station machen kann, die auch Ressourcen vorbringt. Jetzt ist das andere Problem... nicht das. Ihr seht schon, ich habe alles aligned. Hier steht auch unsere Rakete. Kannst du dich wieder adjusten? Oder was passiert hier gerade? Auto Level. Ich hasse dieses Reinjumpen und Wobbeln. Ich weiß nicht, woher das passiert oder wie man das machen kann. Deploy all. 0 degrees. Okay, jetzt ist was hier. Ihr seht schon, der hier ist abgehängt und das ist alles angehängt jetzt. Problem, hier ist fast nichts mehr drin. Also es reicht für 120 ms, also nicht mal in den Orbit werden wir es damit schaffen. Den Kerbals geht es alle hier gut. Es sind insgesamt 5 Stück dabei. Und irgendwie gefühlt 3 davon haben pinke Haare. Also sehr, sehr weird. Das Teil will ich auf jeden Fall loswerden, weil wir brauchen es nicht mehr. Und die Teile werden wir dann mit einem Roboter, den wir auch nach oben schicken sollen, also ein kleiner, es soll so ein kleiner kranartiges Gerät werden. Das müssen wir nochmal designen, dass dann sozusagen die einzelnen Parts auf dem Mond immer deren geplante Position setzt. Jetzt ist das andere Problem, ihr seht, also wir haben hier alles verbunden, aber hier ist nirgends Treibstoff drin. Und die hier sind für Wasser. Bedeutet ziemlich, ziemlich doof. Wir haben hier... Abfallgehälter dabei und natürlich hier Nahrungsmittel. Bedeutet, die Canturas hat zwar ein bisschen Strahlungsaussetzung hier, aber grundsätzlich haben wir für 4 Jahre Sauerstoff, Nitrogen für 2 Jahre, Wasser für 1 Jahr und Essen für 2 Jahre. Was, denke ich persönlich, genug ist für die nächste Zeit. Und daher ist mein Plan, ein Zentralhub hier hoch zu fliegen, der in dieselbe Position soll wie hier das Teil hier. Das Problem an dem Teil ist, es hat zwar noch ordentlich Tank. Ich weiß bloß nicht zur Hölle, wie ich das von da nach da tanken könnte. Also ich würde gerne von hier nach da tanken. Bloß die Frage ist, how? Geht das überhaupt? Kann ich das umstecken? Dafür nehmen wir uns mal aus der anderen Rakete jetzt einen Techniker. Wo ist denn jetzt ein Techniker? Wissenschaftler? Wissenschaftler, Techniker. EVA. Natürlich haben wir Leitern gebaut.
Wir sind ja responsible. Also das ist echt eine. Ich find ihre Kette mega geil und die sollen in der Zukunft das die Grundtransportart sein, um Kerbals sozusagen von A nach B zu kriegen. Das ist noch eine relativ Alpha-Rakete. Deswegen, die braucht vollen Tank, um landen zu können. Weil wir die Triebwerke, ihr seht schon hier unten, die Triebwerke sind an. Wir haben viermal die großen und viermal die kleinen. Die, ihr wisst natürlich, welche für welche sind. Also die hier sind natürlich für Atmosphäre gedacht, rein theoretisch, und die anderen für Weltraum. Aber irgendwie müsste man doch rein theoretisch, dass sie andocken können, oder? Also dass ich sozusagen so einen Teil nehme hier dran und flupp rüber tanken lasse, weil das Teil braucht nicht viel Tank. Das braucht nicht viel. Und wenn ich mit dem schon mal im Orbit bin, könnte ich rein theoretisch schauen. Ah, stimmt, das hat auch keinen Docking-Punkt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr Alpha-Rakete gewesen. Und ich habe gleich nicht viel überlegt, auch teilweise. Aber ich finde die mega geil. Ich weiß nicht, wie viel ihr sie fandet. In dem Let's Play drinnen. In der 100. Folge. Ich muss ja sagen, Detach Connector Open GUI. Available in Docked Mode. Linked Mode Docked. Undocked. Open Retract Mode. Ah, da kann ich sozusagen Owner Left Enduros Trümmer. Ja, da sieht man noch, dass wir fast nichts dran haben. Autoscale Transport Speed, okay. Und wir haben nichts an dem dran. Wo bin ich doof? Doch, Modus. Detach Connector. Ich muss irgendwas mal detachen, wo ich ein bisschen basteln kann. Und das ist gleich der beste, der hinten. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ah, ich glaube, das ist der Abfallbereich. Bedeutet relativ egal. Es wäre cool, wenn ich das irgendwie abnehmen könnte und irgendwo andocken könnte, weil dann kann ich halt wirklich umtanken. Detach Connector. Fupp. Aber noch hier, J. Und Return Connector. Oh ne, kann ich auch nicht. Okay, schade. Das wäre cool gewesen. Attach Connector. Und Link Mode docked. Klack. Bedeutet, wir können hier nicht irgendwie umbauen. Dann wissen wir schon mal so weit. Weil darauf hätte ich ehrlich gesagt gehofft. Weil wir jetzt eine Rakete rüberholen müssen, die irgendwie es schafft, an dem Teil. Warte, wir können da andocken, rein theoretisch mit dem Teil, ne? Ne, geht. Doch, geht. Also rein theoretisch können wir über den Arm wo andocken. Warte mal, das können wir. Genius! Ey, Genius! Wir brauchen nur den Kran einsetzen. Der Kran kann umtanken. Yo! Alter! Darauf wäre ich jetzt nie. Alter, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ist da irgendwo was drin? Nee, ne? Also wirklich, ich hätte da dran noch Fallschirme bauen können. Alles, aber natürlich hätte ich es vergessen. Dann tun wir dich reinsetzen. Dann könnt ihr die nicht remote bedienen. Das geht viel schneller. Und ja, ich muss noch wieder einen Mod deinstallieren, der ist leider nicht so gut. Aber ich habe jetzt viel mit dem Rescale gemacht. Das seht ihr hier, dass ich die Beine und die Flossen so angepasst habe, dass das einen relativ coolen Stil hat. Es wird auch interessant. Das sind die ersten Kerbals, die diese Rakete überhaupt testen, um sozusagen Dings zu machen. Einen Test mit verschiedensten Sachen. So. Ich bin jetzt. Muss mich jetzt mal kurz konzentrieren. Denn wir müssen den Kran hier verwenden. Und den Kran habe ich noch nie wirklich beherrscht. Also, ihr habt es wahrscheinlich im Video auch gesehen, dass der relativ wackelig war, teilweise. Aber als Sicherheit würde ich gerne das Solarmodul hier einfahren. Weil ich sehe schon auf mich zukommen, dass das Ding kaputt geht. Nein, falsche Richtung. Ich will an den Hinter... Also den hier will ich ran. Jetzt werden wir das mal so machen. Oh, hört ihr das ganz leise? Ich weiß es nicht. So, okay. Und jetzt müssen wir das nach vorne beugen. Beug dich nach vorne, mein Freund. Dann tun wir den mal wieder ausfahren.
Es dauert halt immer ein bisschen lange, aber es ist besser, als ob dann hier alles rumwobbelt. Dann müssen wir die Extensions machen. Und vielleicht kommen wir dann schon so weit, wie wir kommen müssen. Und wie gesagt, das sind die ersten Grundteile gewesen, habt ihr ja auch im Video erfahren. Im Grunde sollen die Grundstruktur mal darstellen und sozusagen die ersten Bodensachen machen und damit dann größere Teile zu produzieren, die dann wiederum hier unten gebaut werden und dann halt sozusagen langsam die Station vergrößern. Alter, wie weit habe ich denn das alles auseinandergesetzt? Es kann auch sein, dass das Teil ein bisschen geflippt ist teilweise, also das ist natürlich auch immer dabei. Extension, das müsste das hier sein. So, jetzt sollten wir dann relativ drüber sein. Jetzt muss ich herausfinden, welche. Ah, ich hasse es. Als ob. Was habe ich gerade? Ich hasse es. Mann. Aber ich kann jetzt erstmal so viel wie geht in die Rakete hier umtanken. Aus und aus. Weil die kann gleich nicht mehr so viel tanken, halten, wie die kann. Und dann müssen wir schauen, dass wir mit den Kran. Ah, ich hasse es. Mann. Was passiert eigentlich mit unserer Kamera gerade? Merkt ihr das? Die bewegt sich. Ich verstehe, das bewegt sich immer, das Schiff. Das ist Horror. Hör auf damit. Wisst ihr, was ich meine mit... Es ist Horror gewesen teilweise. Abdocken. Wo bin ich jetzt? Ich bin im anderen Teil drin, okay. Dann... Jetzt ist die Frage, stellen wir den einen noch auf oder nicht? Eigentlich müssten wir das machen, weil ich glaube nicht, dass ich es mit was anderem aktuell hinkriege, was ich im Repertoire habe. Bedeutet... Oh Gott, das ist so... Ah! Ich weiß, geht das... Kann ich das überhaupt machen? Wir müssen es mal probieren. Bedeutet, ich muss... Oh. Jetzt seht ihr den Struggle, den ich hatte bei den Videoproduktionen teilweise. Ich muss das jetzt gerade ausrichten, mich runterdrehen... Und hoffen, dass ich so flach wie möglich rankomme. Ah, und da ist es rausgepackt. Das ist das Problem mit solchen Sachen hier. What happened here? Und es ist kaputt. Aber naja. Was soll man machen? Was soll man machen? Aber Leute, ich werde nochmal schauen, dass ich das hier richte und dann sehen wir uns einfach nach dem kleinen Cut wieder. Also, bis gleich. So, Freunde, ich bin zurück. Hat es ein bisschen länger gedauert, ich habe noch ein Gespräch geführt und alles drum und dran. Ihr seht aber, ich habe alles hinbekommen, also ihr seht es jetzt nicht, aber jetzt seht ihr es. Ich habe es hinbekommen und ihr seht hier einen Bug. Das ist mir vorhin schon mal passiert und dann ist mir das komplette obere Teil hier abgerissen und weggeflogen. Deswegen muss ich nochmal neu laden und das Ganze nochmal machen. Jetzt habe ich es aber geschafft, ihr könnt es hier jetzt nicht sehen, aber hier ist... alles voll. Hier ist noch ein bisschen was drin. Und das nutzen wir jetzt, um das Teil wegzufliegen und zu crashen, damit es sozusagen aus der aktuellen Flugzone ist und wir hier wieder was landen können, weil wir brauchen ja nur das. Das ist ja eigentlich tendenziell voll unnötig. Bedeutet, 3, 2, 1, und... Welche Engines funktionieren noch? Oh, fuck. Hui! Das hätte ich nicht machen sollen. Aber vielleicht lassen wir es einfach hier in der Nähe liegen. Wir können das ja eh rein theoretisch dann später. Oh, jetzt geht ihr kaputt. Sind die Beine abgefallen.
Warum geht der Fuß wieder hoch? Ich habe G gedrückt. Mach die Füße zu! What's happening hier? Verlieren wir noch... Machen wir aktuell noch Schub? Nee, eigentlich nicht. Also was ist hier jetzt gerade los? Also es ist schon dezent verpackt, finde ich, irgendwie. Man sieht es auch hier angeblich. Ist hier noch ein Schub, glaube ich, drunter. Also sieht, wir haben 1900 MS jetzt hier aktuell wieder drin. Was natürlich mega nice ist. Und es sind auch nur die Triebwerke aktiviert, die wir brauchen. Ich muss dann nachher noch die Action Groups einstellen, damit ich sozusagen dann wechseln kann im Flug. Die haben hier insgesamt noch 20 Schübe, die haben noch 22 Schübe. Also es ist das ganze Teil ist hier mit relativ viel Engines verbaut, die sozusagen über eine längere Zeit arbeiten können oder mehrere Dinger. Und dann soll das Teil gelandet werden und halt auf entweder wieder repariert werden oder im Kerbal Space Center wieder zurückgebracht werden. Was die nächste Evolutionsstufe von der Rakete wäre, wäre eine Rakete, wo der Booster selbstständig noch zurückfliegen kann. Also, dass der Booster alleine so viel Schub drin hat, dass wir in den Suborbit kommen, damit, oder in den guten Suborbit, und der noch sogar viel genug Treibstoff übrig hat zum Landen und das obere Teil sich dann selber in den Orbit begibt und den nächsten Flugstationen anfliegt. Ja, aber wie gesagt, ich habe in der sehr viel Dummes gemacht, die muss mit eigener Kraft landen, was eh schon eklig ist, weil hier oben ist kein Dockingball verbaut. Und es sind auch keine Bremsfallschirme eingebaut, das wird auf jeden Fall in Version 2 passieren, weil einfach, selbst wenn du jetzt mit sowas auf dem Mars zum Beispiel fliegst, Bremsfallschirme sind nie schlecht, vor allem damit du dich in die richtige Richtung ausrichtest. Und ja. Was hast du da drüben? Ich weiß es nicht. Wir tun das Solarmodul hier wieder ausfahren, weil ist ja vollkommen okay jetzt. Und es ist toll, dass wir hier auf jeden Fall genug Schub drin haben. Das ist echt eine mega nice Sache. Weil davor hatte ich am meisten Schiss. Und ja, ich bin gespannt. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten oder übernächsten Folge oder auch nächste Woche erst. Ich weiß noch nicht genau, wie. Ich sage einfach nichts mehr über Zeiten. Werden wir das Teil wieder zurück zu Kerbin fliegen. Und es wird wahrscheinlich eine der unsichersten Missionen, die wir bis jetzt gemacht haben, das Ding durch die Atmosphäre durch Richtung Boden zu kriegen und zu landen. Das wird heftig und am besten wäre es genau beim Kerbal Space Center. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht habt. Ich hoffe, ihr habt das getan. Und lasst eine Glocke da, damit ihr jederzeit wisst, wenn ein neues Video von mir veröffentlicht wird. Jeden Dienstag bis Sonntag. So, Montag ist mein Feiertag sozusagen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.